So, Chat. Das erste Spiel für heute heißt Revere. Und das sieht jetzt schon aus wie wieder so ein VHS-Filter-Game-Shit. Also wahrscheinlich scheiße. Es sah vielversprechend aus, ne? Deshalb gehen wir mal rein, gucken uns an, was das wird. Oh, es gibt Deutsch, nice. Vertikale Synchronisation, ich bin dabei. Auf gar keinen Fall. Was passiert jetzt? Auf einmal 10 Frames. Untertitel, ja. Die Geräusche sind so... so tief, so irgendwie... so bilinear. Das klingt schon geil, oder? Justin, danke schön für 2 Jahre. Vielen, vielen Dank. Okay, dann lasst uns loslegen. Band abspielen. Musik schon mal nice. Und Happy Kato, Dankeschön für 22 Monate. I'm Scared. Haben wir mal I'm Scared hier gespielt? Ich bin mir gar nicht sicher. Die Musik so unüblich für das, was wir normalerweise hier freitags spielen. Eigentlich voll geil. Na, of course there's no power. Russisches Game. Generator though. Maybe I can get this thing working. But first, I need some light. Ja, Musik klingt so ein bisschen wie, als hätte man sich an Cryo 4 oder so inspirieren, von Cryo 4 inspirieren lassen, hatte, lassen, sollen. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, ist das ein Point and Click? Heute kein Bingo. Wir machen jetzt nicht jeden Freitag ein Bingo. Okay, das ist irgendwie so Escape Room Game. Es gibt einen Schlüssel, den du nicht erreichen kannst. Kann ich Mod bekommen? Wenn du schon nach Mod fragst, weiß ich, dass du auf jeden Fall niemals Mod sein wirst. Okay, kann ich irgendwas machen, außer... ich kann halt da drauf drücken. Und dann kann ich irgendwas drehen. Sind die Markierungen außen irgendwie relevant? Oder die Kratzer in der Mitte sind relevant? Aber ich kann wirklich nirgendwo hin. Wir haben nur das hier. Mehr nicht. Okay, hier kommt auch noch ein Code hin. Das Game gibt's nicht bei Twitch. Die weißen Markierungen zeigen wohl nur, damit du, ja, ich glaube auch, sieht man ja auch hier so am Rand, das ist der Stilmittel. Also das Einzige, wo ich was machen kann, ist ja theoretisch Dreams. Dankeschön, Delta, für 5 Euro. Und freut mich, dass dir gefällt.
Also ich denke mal, alle Hinweise, die wir brauchen, haben wir hier, oder? Also was fällt uns auf? Hier sind so zwei Striche eingekratzt. Hier sind zwei Striche eingekratzt. Aber die sind hier links. Die sind rechts. Die sind wieder links. Und die sind auch links. Und da oben steht auch Passcode. Mit einem Pfeil nach unten. Du kannst gerne miträtseln, klar. Warum kannst du dich nicht bewegen und gleichzeitig so weit heran? Ja, Point-and-Click-Adventure halt. Gibt's irgendwas, einen Hinweis hier drauf? Nee, ne? Moment, sind aber keine Zahlen, das sind Buchstaben. Wie soll ich hier Buchstaben rausbekommen? Auf der einen Kiste sind auch Kratzer, die nach oben oder unten zeigen. Hier? Meinst du, die sind relevant, die Kratzer hier? Da stand gerade was von einem Schlüssel unten links. Was meinst du das hier, wenn ich den Schlüssel hier anklicke? Es gibt einen Schlüssel, den du nicht erreichen kannst. Da steckt halt einer drin. Ja, aber was soll ich damit anfangen? Hoch, runter, runter, hoch. Oder vielleicht sind das die Zeiger. Vielleicht sind das die Zeiger? Wohin mit dir? Hoch? Hallo? 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 Ach, ich kann nur innerhalb dieser Markierung hier bewegen. Also wir können nicht, das ist nicht eine Uhr, die wir komplett drehen können. Wir können nur von hier nach hier und das war's. Das ist so ein Barometer-Ding, Alter. Norden, Osten, Süden, Westen bei den Buchstaben, glaube ich. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber ich meine, ich kann es mal probieren. Ich muss dich enttäuschen, es gibt kein S für Süden. Es gibt kein S. Boah, sonst kann ich wirklich nichts anklicken, oder? Dann irgendwelche Zettel oder so, aber die kann ich auch nicht anklicken. Spiel jetzt schon zu hoch. Erstes Rätsel. Vorbei. Ich kann das Ding anklicken, lol. Handschriftlich, kein Name, nur ein Symbol. All equal. 1, 2, 3, 4. Wie kann ich den Shit lesen, den ich da gerade eingesammelt habe? Ah, hier. Wir haben Feuerzeug. Steht da? Da stand was. Ich rauche nicht, aber ein Feuerzeug ist immer praktisch. 18.02.41. Gezwungen, 3 Tage lang ununterbrochen durch den Wald zu wandern. Fast keine Nahrung, hauptsächlich Wasser. Moment.
hauptsächlich fast keine Nahrung, hauptsächlich Wasser. Das Essen war nicht erwähnenswert. Es gab zwar einen toten Hirsch, aber ich habe ihn gekocht, damit ich keine Parasiten bekomme. Aber das ist unwichtig. Ich habe vor ungefähr einer Woche einen Ort gefunden, ein anständiger Ort zum Verstecken, um es milde auszudrücken. Ich habe jetzt einen Platz zum Übernachten. Sie mochten mich, behaupteten, dass meine Entscheidung, das Labor zu verlassen, alles Teil von Gottes Plan sei. Sie haben mich sogar herumgeführt, obwohl es nur eine kleine Kirche zu sein scheint. Scheint sie von einem komplexen unterirdischen Netzwerk aus Räumen und Tunneln unterstützt zu werden. Anscheinend wurde die Kirche auf einem Bunker aus dem Ersten Weltkrieg gebaut. Auf diese Weise haben sie immer einen Ort zum Verstecken. Wenn der Feind angreift, Punkt. Sie haben ihn auch erweitert, indem sie Tunnel gebaut haben, von denen die meisten ins Nichts führen. Nur sie wissen, wie man ihnen entkommt. Ich hoffe jedoch, dass ich hier sicher bin. Ja, das ist irgendwie so Machine Translation, ne? Oh, wir haben hier noch eine Zeitung. Der Titel lautet Geheimnisvolles Verschwinden aller Mitglieder der St. Augustine Church. Ich bin 18 Jahre alt, was bedeutet, dass sie mich gehen lassen mussten. Endlich kann ich zurück in diese Kirche gehen. Ich fing an, mich zu erinnern, was die Leute als geheimnisvolles Verschwinden aller Mitglieder der St. Augustine Church bezeichnen, ist etwas weit mehr als das. Ich brauche Beweise. Ich muss ans Licht bringen, was passiert ist. Es war alles seine Schuld. Der Vater. Okay. Dann haben wir jetzt ein bisschen Kontext. Okay, dann let's go. Also hier kommen die Fuses gleich rein, wahrscheinlich aus dem Schrank. Und dann steht hier all equal. Und dann 1, 2, 3, 4. Das 0, das ist 1. Das 2. Wer atmet da so? Das 3. Das 4. 1, 2, 3, 4. Oder das ist später der Hinweis für die Fuses, dass die irgendwie alle equal sein müssen. Weil hier steht ja auch 1, 2, 3, 4. Dass ich dann halt hier in die 1 einen reinstecken muss, der halt auch eine 2 hat. Oder das hier ist für unten gedacht. Chat 2, 0, 5, 1, 2, 5. Zwei, null, fünf. Das wäre jetzt 0, 0, 5, 1 und dann 2, 5. So. Nee, verschieben kann ich hier nichts. Ich kann wirklich nichts anderes anklicken, oder? Ich kann mir nicht diesen Barometer hier anschauen und dann irgendwie zu gucken, wie viel Druck ich machen muss oder sonst was. Ich habe ganz vergessen, dass es ja Horror ist. Lieber nicht so auf Details achten, sonst kommt gleich der schlimmste Sprungsbub. Ja, Chat, ich bin stuck. Wenn es aber Uhrzeiten sind,
Ja, dann habe ich trotzdem keinen Bezug. Ja, wir müssen ja irgendwas übersehen, denke ich. Kriegt man vielleicht Buchstaben raus mit den Pfeilen und Strichen zusammen? Also ja, also ich könnte hier... Könnte ich halt ein H machen. Hier könnte ich ein N machen. Hier könnte ich ein N machen. Aber hier könnte ich auch ein U machen. Und hier könnte ich auch ein U oder ein N machen. So wäre ein U. Man hört die oben. Man hört die Leute oben in der Kirche singen. Oh! Was? Hä? Hä? Was habe ich geschafft? Ich habe den jetzt auf 1 gestellt, den auf 1 gestellt. Den auf 1 gestellt, aber den auf 4 gestellt. Und jetzt leuchtet hier ein Lämpchen. Hä? Die Spitzen alle an der Spitze vom zweiten Strich, außer der erste. Ich meine, ich kann ihn auch so machen, nur andersrum. So. Die Spitzen alle an der Spitze vom zweiten Strich, außer der ersten. Check ich nicht, aber so ist das wohl. Ersten Strich, bin lost. Ja, ich check auch nicht gerade, was richtig war. Jetzt, guck mal, jetzt ist falsch. Jetzt leuchtet es nicht mehr. Also, den zu ändern, hat dazu gebracht, dass der wieder ausgeht. Moment, was ist, wenn ich jetzt... Oh, was ist, wenn ich jetzt den jetzt wieder ändere? Geht auch aus. Okay, also, es zählt nicht nur der erste. Es ist wirklich die Kombination aus... Aus allen Vieren. Und wahrscheinlich muss ich irgendwas machen, damit alle anfangen zu leuchten. All equal. Den Code mal beim Zylinder eingeben. Das wäre jetzt wild. Als ob. What the hell? Tore the candles off. Scheiße. Better than nothing, I guess. Ja, mir ist schon klar, dass das Buchstaben ergeben hat mit den Kratzern, aber ich frag mich, wie hätte man drauf kommen müssen, dass du die Zeiger genau so drehen musst? Ich habe ja einfach nur mir gedacht, so, ich kann die Zeiger so drehen, dass sich theoretisch Buchstaben entstehen, aber das ist irgendwie so random.
gefühlt. Oh nein, Leute, es geht wieder los. Nächstes Rätsel. Oh, gelöst. Ich bin einfach so ein Rätselmeister. Jetzt, aber lass mich doch das jetzt nehmen. Ich kann es irgendwie nicht nehmen. Ich kann den Zettel nicht nehmen. Und ich kann auch nicht den Schlüssel nehmen. No, ist das so ein Five Nights at Freddy's Ding? Ach du Scheiße. Da sitzt er. Oh mein Gott! Muss jedes Mal von neu anfangen? Ich weiß nicht, ob das der vielleicht von der anderen Seite jemand kam. Oder wo kam der jetzt her? Es ist jedes Mal anders! Es ist gerandomized! Was könnte man daraus machen, Chat? Für einen Buchstaben. Y, oder? Und daraus ein L. Und daraus ein N. Ja, es hat wieder Bub gemacht. Also H, Y, L, N. Ich glaube, mein Game war auch gerade verbuggt. Ich konnte den Zettel nicht aufheben, den Schlüssel nicht. Okay, ich kann skippen. Gott. Oh, jetzt geht's! Jetzt geht's! Ich möchte Ihnen nur das anbieten, was Sie nicht erreichen können. Ist das eine Sünde für mich? Ist das eine Sünde, die Ewigkeit mit meiner Familie verbringen zu wollen? Fast alle sind gegangen, nur etwa ein Dutzend blieben zurück. Dumme, dreckige Tiere. Ihr könnt die Früchte des Jenseits nicht ohne mich erreichen. Seht ihr nicht, dass ich die Erfüllung des Kreuzes bin, eure einzige Chance? Reinheit liegt nur in meinem Willen. Möge sie auf Augustin und Little Henry treffen. Okay. Kann die Box diesmal nicht anklicken. Ich muss zumachen, oder? Ich kann die Box nicht mehr anklicken. Kann hier nicht benutzt werden. Ich kann kein Licht anmachen. Die haben mir meine Kerzen geklaut. Ich weiß nicht, ob das schon wieder ein Bug ist. Und ich weiß auch nicht mehr, wie ich... Ah, hier vielleicht? Hier, Taschenlampe kann ich nicht verwenden. Hier, Feuerzeug verwenden? Ne, das ist nur, um irgendwas anzuzünden. Hey, jetzt kann doch nicht sein, dass ich jetzt wieder einen Bug habe, oder?
Wieso kann ich den Schlüssel jetzt nicht verwenden? Sonst haben wir hier doch gar nichts mehr, außer dem Schlüssel. Kann das hier nicht benutzen. Digga, wo denn sonst? Da ist er. Ja, ich weiß nicht, ob das Game gerade wirklich mies buggy ist, ne? Oder ich irgendwas falsch mache. Jetzt ist er hier. Vielleicht ist das wirklich kein Bug, aber dadurch, dass wir gerade schon einen Bug hatten, habe ich irgendwie die Sorge, dass das wieder ein Bug ist. Bug. Jetzt kann ich ran. Junge. Jetzt geht's. Er experimentiert wieder, nicht tödlich, nur an kleinen Tieren, um fair zu sein. Er nennt sie keine Experimente, er nennt es Behandlung. Er hat jedoch versprochen, es nicht wieder zu tun. Ja, vielleicht musste ich den anderen Zettel auch aufgehoben haben, damit ich interagieren kann. Okay, wir können einsetzen, I guess. Nein. Ich will nicht nochmal hier hin. Nein. Komm schon. Ich habe keine Einser. Aber ich habe auch keine 1,5er. Okay, das reicht wohl. All equal heißt es ja. Das da oben leuchtet jetzt. Den unteren bekomme ich jetzt zum Leuchten, wenn ich den hier mache, oder? Nicht mehr. Wenn ich den wieder rausnehme, dann passt's. Ach so, ich verstehe es. Ich verstehe es, Chat. Ich verstehe es. Hier, nee, doch hier. Ich verstehe es. Ja, es muss überall 2,5 sein. Hier sind 2,5, hier sind 2,5, ja. So, was habe ich jetzt damit geöffnet? It's credits! Okay.
Let's see if the computer is still alive after all this time. Das wäre jetzt wild, wenn jetzt wirklich Credits kommen. Username and password? Bet I can figure them out. Okay, nee, neue Rätsel. Hallo, Florin. Auf dem Bildschirm des Fernsehers sind drei horizontale Linien eingeritzt. Yo, ciao, Paul. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Zweiter, vierter, 1944. Der Krieg ist endlich vorbei, Gott sei Dank. Ich muss noch ein wenig warten, bevor ich die Kirche endgültig verlasse und zu meiner Familie nach Hause zurückkehre. Sollte ich? Ich habe sogar hier angefangen zu predigen. Die Leute achten wirklich darauf, dass ich ihnen sage, was ich ihnen sage. Sie mögen mich. Wir haben sogar die Kirche umbenannt. Saint Augustine Church. Ist es nicht ein schöner Name? Außerdem habe ich die Initiative ergriffen und begonnen, sie zu renovieren. Es wird großartig aussehen, wenn wir fertig sind. Diese Leute sind meine wahre Familie. Und Tirakus, Dankeschön für deinen Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Und hi. Einfach Zero Escape, ne? Oh mein Gott, wieso ist das hier so viel? Jetzt bin ich überfordert. Jetzt kann ich so viel hier machen. Da oben brauchen wir ein Kreuz auf jeden Fall. '63 schon. Bruder Nikolai kam wieder zu spät und redete die ganze Zeit während des Gottesdienst. Irina schaut Ivan an, obwohl sie Tim bereits betrogen und ein uneheliches Kind gezeugt hat. Natalia kam mit einem blauen Auge. Ich vermute den Ehemann. Sie sind schmutzige. Sie sind schmutzig. Sie alle sind schmutzig. Okay. Ah, ich kann hier puzzeln, Chat. Das sieht richtig aus. Irgendwie passt dieser Zettel nirgendwo hin. Nee, ich kann die nicht drehen. Die sind by the way immer noch hier irgendwo, ne? Jetzt gibt's ja noch einen Schacht! Oh mein Gott! Arschloch. Okay, wir müssen nicht ganz von vorne machen. Wir sind wieder hier an dem Part. Ja, ich bin leicht überfordert. So viel, mit dem ich interagieren kann. Zeigt eine Gruppe von Menschen vor dieser Kirche. Derjenige in der Mitte steht näher an der Kamera. Könnte er der Vater sein? Ich kann aber auch nicht drehen oder so. Also das ist vielleicht derjenige, dem der PC hier gehört.
Digga, was soll ich die Bücher verschieben? Kann ich jetzt... Hier ist noch irgendwie ein Kabel oder... Dieser Draht war lose. Vielleicht kann er nützlich sein. Okay, ein Draht. Lüfterkabel. Das war doch Uhr. Oh nein! Wieso ist das auf einmal so viel? Hier mit Draht. Zack. Boom. Schade. Die Steuerung ist auch so weird, ne? Ich weiß nicht genau, wo ich wie weiterkomme. Okay, das könnte vielleicht das hier sein. Das sind drei Symbole und ich habe hier auch drei Symbole. Oder das ist halt das hier oben, aber ich denke nicht, oder? Also, wir haben oben, unten, oben Strich. Also da ist oben Strich, hier ist oben Strich, hier ist unten Strich, hier ist auch unten Strich. Hier sind alles nur Pfeile. Und ich glaube, die Fernseher oben, die sind wahrscheinlich ein, ich kann da was klicken. Kann ich da ein Draht reinstecken? Ich kann da ein Draht reinstecken. Nein, ich wollte es mir anschauen. Es sieht aus, als hätte jemand versucht, es herauszunehmen, aber gescheitert. Hör doch auf, dich zu drehen! Kann ich mich bitte auf das Symbol konzentrieren? Es dreht sich die ganze Zeit von alleine. Ich habe von der Schulstory ein Best-of gemacht. Ja, du kannst es gerne hochladen, ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man dazu ein Best-of machen könnte, aber... Tob dich aus, Mann. Nein, ich mache das nicht absichtlich. Das ist ein N4. Vielleicht ist es auch links ein Strich, Pfeil nach unten rechts. Ich kann mit dem Fernseher jetzt aber nichts machen. Boah, oh, ich kann ihn da drauf stecken. Ui! Jetzt haben wir so ein umgedrehtes L, Pfeil nach rechts und dann so eine 4 mit Dach. Eine 9 nennt man das. Er kommt, Chat. Schraubendreher. Stark. Foto eines Tieres. Stark. Vier mit Dach ist eine 9, ja. Ja, ich weiß nicht, ob die anderen Bildschirme mich verwirren sollen, oder... Hä? Und jetzt? Oh, lol. Hineingreifen. Kann der bitte gehen? Es ist von Spinnenweben umgeben, will das nicht anfassen. Ich werde es verbrennen. Digga, es sind Spinnenweben!
Er geht. Die haben Angst vor Feuer, diese Monster. Der Vater befahl uns, jeden Ausgang zu versiegeln, jede Tür, jedes Fenster oder jeden Tunnel. Er sagte uns, die Kirche aufzulösen und jeder solle seinen eigenen Weg gehen. Mein Glaube wird euch sicherlich führen, sagte er uns. Der kleine Ilja wurde in ein Waisenhaus gegeben, da niemand einen unehelichen Sohn wollte. Er sagte uns auch, dass er bei ihnen bleiben würde. Ein Kapitän versinkt mit seinem Schiff. Auf Wiedersehen, Vater. Oh, wir haben jetzt ein Stück von einem Kreuz. Wie gehe ich jetzt raus? Okay. Er macht sogar wieder zu. Okay, gut, da können ja welche rauskommen, ne? Sogar den Fernseher stellt er davor, damit da bloß keiner rauskommt. Von den Viechern. Ja, wo finden wir jetzt ein zweites Teil von dem Kreuz? Don't like the light, huh? Ach du Scheiße. Jetzt kann ich hier nach oben schauen. Ach du Scheiße. Jetzt kann ich ja noch von oben kommen, Leute. Jetzt fehlt da so ein Stück, ne? Was mit dem Foto? Wo ist das Foto? Ein altes Foto von dem, was anscheinend ein verrottendes Reh mit seinem Geweih, die in einem Lüftungsschacht stecken ist. Armer Kerl. In der oberen linken Ecke steht Admin. Josef! Aha! Wir haben den Namen. Tja. Was ist jetzt sein Passwort, ne? Matthäus 18 ist sein Passwort. Weil wir haben noch oben die Uhr. Die ich anklicken kann. Wir haben die scheiß Tafel hier, wo ich irgendwie Dinge hin und her ziehen kann. Wo ich keine Ahnung habe, was das zu bedeuten hat. Ob das überhaupt irgendwas bringt. So, irgendwie bringt das halt gar nichts, wenn ich das so kombiniere hier. Scheiße. Da ist er. Verzieh dich! Versuch die mal passend zum hellen Hintergrund zu bewegen. Wie meinst du die Bücher? Zu welchem hellen Hintergrund? Ach, die Zettel. Ach, das meinst du.
ist das der Weg. Aber das passt hier nicht hin, das ist zu schmal. Hier passt es nicht hin, ist zu schmal. Ich sag's, wie es ist, ne? Aber diese Typen, die jetzt so random immer kommen können und mich umbringen können, fühle ich ja gar nicht. Zieh dich! Doch, das passt links oben. Nee, das passt da oben links nicht. Das ist so weird mit den Zetteln hier. Der muss da oben in die Ecke. Aber es macht doch nicht irgendwie Klick oder so, dass es da reinpasst. Und dann haben wir noch die Uhr hier. Wo ich nur den Sekundenzeiger bewegen kann, den Minutenzeiger, den Stundenzeiger. Boah, ich weiß nicht, Mann. Bin halt einfach ein intelligenter Typ. Das war kein Trial and Error, hallo? Passwort Churros. Nicht groß schreiben. Muss ich dann jetzt auch so ein Ding da machen? Ich kann halt keinen Strich oben machen. Churro Saint sein Name. Eine Art von Festplattenspeicher, bestehend aus einem dünnen und flexiblen Datenträger. Es steht... Kirchen heiliger Name. Das eine Festspiel ist noch nicht draußen. Und das andere Spiel ist auch noch nicht draußen, okay.
Okay, Chat. Gehen wir weiter zu einer weiteren kirchlichen Sache. Hier waren wir jetzt unter einer Kirche und jetzt lesen wir irgendwie Bibel oder so. Denn das Spiel heißt Psalm 5, Vers 9 bis 13. Und Urknot, dankeschön für 16 Monate. Und Janaka, dankeschön für 15 Monate. Vielen, vielen Dank. Erstmal googeln, was Psalm 5, Vers 9 bis 13 googeln. Wird uns gleich bestimmt im Spiel gezeigt, ne? Bin dir einen Schritt voraus. Oha. Ja, dann poste mal. Okay, let's go. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne vor mir deinen Weg, denn in ihrem Munde ist nichts Verlässliches. Ihr Inneres ist Bosheit, ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen heucheln sie. Sprich sie schuldig, Gott, dass sie zu Fall kommen durch ihr Vorhaben. Stoße sie aus um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie sind widerspenstig gegen dich. Lass sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschimmerst sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest die Gerechten, du deckst sie mit Gnade, mit einem Schilde. Amen. Das ist ein sehr schmales Bild. Irgendwas konnte ich klicken. Ich habe einen abgetrennten Kopf in meiner Küche gefunden. Huch! Den solltet ihr eigentlich gar nicht sehen! Mama?
Klettert da gleich ein Mädchen aus dem Fernseher? Wer zum Fick stellt eigentlich seine Blume auf die, auf das Sofa, auf die Sessel, auf den Sessel, auf dessen? Oh. Ich hab Augen gefunden. Das hättet ihr eigentlich auch nicht sehen dürfen, Chat. Mann, jetzt werde ich hier überführt. Okay, also muss ich wohl jetzt nach irgendwelchen blutigen Körperteilen suchen. Da ist ein Doggo. War der Doggo tot? Haus, eine Hütte, eine Kapelle, eine Hundehütte. Surround-System auf jeden Fall in der Heimkinoanlage hier. Er hat irgendwas im Auto gerade gesucht oder so? Okay, der Film fängt von neu an, oder? Ja, der fängt von neu an. Wyoming today, making him the first to visit in preparation for the 2008 general election. Republican President Jack. Eine Hütte, wo ich lebe, ne? Ich glaube, in der Hütte hat er bestimmt die Leichen versteckt oder so.
schauen wir uns die hier gerade an? Soll ich einfach weiterschalten? Da passiert irgendwie nichts. Halt weg. Oh. Okay. Junge, mein Körper. Der hat sich da so ein paar Stiche zugesetzt. Besser Dämon-Chat. Psalm 4, Vers 38. Da schlittert er weg. Okay, ich kann da nicht hin. What the hell? Psalm 4 geht nur bis 4, Vers 4. Escape sitzt da gerade vor dem Monitor mit einer Bibel in der Hand, Alter. Wer ist denn der? Wer ist denn der, Bruder? Seid ihr bereit für den Sprungschreck? Da war wer im Fernsehen, was? Ist das echte Haut? Boah, guck
gerade von euch einen auf dem Fernsehen mit so einer Heimkinoanlage mit dicken Subwoofern? Das ist schon ein geiles Geräusch. Dumm. Da ist er, ich hab ihn. Der hat Augen in den Augen. Jumpscare, wenn ich mich umdrehe. Doch nicht. Ich höre dich mit Kopfhörern, mach nichts Dummes. Junge, wenn ich mich erschrecke, dann erschrecke ich mich. Ich hab das nicht unter Kontrolle, ne? Du bleibst da schön, oder, Brudi? Ich hab nicht geschrien! Alle Radios an. Vielleicht ist es ein Rätsel, ich muss die richtige Kombination finden, dass irgendwie drei Radios zusammen einen Song ergeben und wir müssen uns wohl diesem Radio hier anpassen, weil das kann ich nicht ausmachen. Wallack! Ich bin beschäftigt! Hinter dem Bild. Ich muss das Bild abnehmen.
Da ist was versteckt. Doch nicht. LOL! Ich glaube, ich bin hier eingesperrt, Leute. Ich bin hier eingesperrt. Das Kakerlaken. Oh mein Gott! Schlauch. Miese Schwein. Miese Ratte. Steht er da? Kinderzimmer. Habe ich was verpasst? Alles. Du hast alles verpasst. Ich hoffe, jetzt kickt ganz schlimm die FOMO bei dir. Das krasseste Game aller Zeiten verpasst. Es war so gruselig, ich musste es abbrechen. Ich kann Spielzeuge einsammeln. Den aber nicht. Oh. Habt ihr euch schon irgendwas mit dem Psalm zusammenreimen können in Kombination mit dem Spiel? Und euch irgendwie was ausdenken können, was das hier damit zu tun hat? Da müssen die vier Kuscheltiere hin. Ente, Fuchs, Affe und Dino. Hier ist zu. Da ist bestimmt einer der vier. Es gibt den Psalm doch gar nicht. Psalm 4 geht nur... Es geht um Psalm 5. Vers 9 bis 13. So heißt das Spiel. Ich kann den Fuchs hier gar nicht aufheben. Der Psalm wurde auch vorhin hier von Escaped reingepostet. Schlüssel. Hab's mir eben nochmal durchgelesen, versteh's nicht. Ja, als ich den Psalm selbst hier vorgelesen habe, laut. Oh, da. Habe ich schon beim Lesen abgeschaltet und gar nicht aufgepasst, was ich da gerade vorlese. It wasn't you. Irgendein Scheißkind. Hat geflüstert. Hier sitzt der Dino. Da sitzt der Frosch. Hier sitzt der Affe. Hier muss der Fuchs hin. Aber der kommt da nicht raus. Ah, jetzt. Muss ich jetzt auch noch irgendwie richtig drehen, oder wie? Ne, ich kann ihn nicht mehr aufheben. Die sitzen jetzt alle richtig. Gehen wir mal zurück zum Bild.
Hilfe! Habt ihr ruhig, geht's gut, wa? Abgetrennte Körperteile, Körperteile. Überall. Überall. Irgendwo was? Da. Ich geh da nicht nochmal rein. Wer war der denn? Da haben wir einen riesigen Schädel gehabt. Was hat sie der Dino gegessen? Irgendwie Eingeweide oder so. Spiegelteile so sammeln. Ja, und dann kann ich mich da drin sehen. Dass ich so zersäbelt bin. Wieso so laut? Das war Psalm 5, Chat, Vers 9 bis 13. Eine interessante Interpretation dieses Psalms. Ob das Gott damit sagen wollte? Das machen wir dann sonst Sonntag, Chat, in unserer Bibelstunde. Aber war ganz nett, oder? War doch ganz nett, oder, Chat? War ein bisschen langsam, aber war ganz nett. So. Wie sieht's aus mit den anderen Spielen? Sind die schon da? Kann ich die schon runterladen? Immer noch nicht! Du kannst, glaube ich, die Bibel für heute wegpacken. Ich glaube, wir haben heute keine Bibelspiele mehr. Ich fand's atmosphärisch. Ja, ich fand's auch ganz cool. Und ich hätte gerne die Story gecheckt, weil ich habe die nicht gecheckt. Aber dieses komische, riesige Babymonster, das sah ganz cool aus. Das sah ganz cool aus. Das Pentagramm wird wieder rausgeholt, Freak. Okay, gehen wir zum nächsten Spiel, Chat. War das nicht einfach Chucky? Nee, Chucky, weißt du überhaupt, wie Chucky aussieht? Chucky hat keine Glatze. Hat rote Haare.
und hat ein gestreiftes Shirt, Pullover. Chucky, die Mörderpuppe. Sah halt ein bisschen aus, wie ich ihn mir vor... Ach, du kennst gar nicht Chucky. Nee, Chucky ist klein. Chucky ist klein, schnell, rote Haare, hat irgendwie grün-rotes T-Shirt an oder so und hat ein Messer. Chucky. Das ist Chucky. Scheißfresse. Hier. Das ist Chucky. Good guys. Ja, das war eine Latzhose. Ich hatte irgendwas Grün-Rotes im Kopf gehabt. Future Race! Future Racer 2000! Future Racer 2000! Future Racer! Racer 2000! Steig ein, Chat! Ich nehme euch mit auf ein Abenteuer! Easy? God Mode without the sense of superiority. The regular, old game you know and love. Okay, machen wir normal. Sounds like it's raining again. Click to continue. Hello, person. This is Adam from the Census Business. We are polling every person on important things for household. If you could choose one of the following, which would you choose? A new video game, a new hit VHS movie, a brand new Italian hoagie, or a year's supply of medicine. Wait, what? I'm sorry, I didn't catch that. A video game, I guess. Hang up. Things I gotta do. Listen to message. Ja, ich sehe schon, im Chat kennt schon ein paar Leute. Es kam letztes Jahr raus. Und soll wohl ganz cool sein. Thank you for helping the census business. Weird. I have nothing to do. I wanna watch some TV. Can't go outside, even if I wanted. Okay, dann lass uns Fernseher gucken. See what's on. Yeah. That's what I get for getting a TV from the trash. Guess I should reset the breaker in the basement. Natürlich, der Klassiker. Leave apartment? Yes. Press right mouse button to zoom. 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 Pass auf, jetzt machen wir den Ultra-Zoom. Zoom. In eine andere Welt. Go to basement, yes. Das ist ein sehr dunkler Keller. Aber hier kann ich nichts machen. Ah, hier. I think this is a breaker. Open it, I guess.
Oh yeah, I think the big red switch should be up. Turn it on. Ah, jetzt ist es ein bisschen heller, oder? Nee, nur diese Lampe ist angegangen. Ich habe mich verlaufen. Oh. Da war eine Säule. Ich bin gegen eine Säule gelaufen, plötzlich war alles dunkel. Und Jumpscare! Kein Jumpscare. Go to Lobby? Nee, wir wollen auf Fernseher gucken, oder? Ah, Watch TV. Ich kann jederzeit einen geilen Song anmachen, ne, wenn ich will. Einfach nur Pause drücken. Dann laufen wir wieder ein Stück und dann wieder. Okay. Slugs and Money. Das sind die Slugs. Und das ist das Money. Courage! Strength! Aber ich check jetzt, das ist Dreams, das ist ein Schneckenrennen. Und die wetten drum. In the face of one. Ey, wird das gerade immer lauter? Es wird immer lauter! Oh, sie sind tot. Die haben die einfach umgebracht. Mann, das war echt eine coole Sendung. Da müssen wir jetzt jede Woche reinschauen. Man, I love that show. Probably should get some sleep though. Das ist helllichter Tag. Aber die Posterwand ist sick, oder? Die ist echt cool. Ich habe noch so eine ziemlich leere Wand. Go to sleep. I'm exhausted. Das ist wieder das Signal, das Signal. Drugs? I gotta stop watching TV before I sleep. I don't feel like calling up anyone. Ist das meine Tür oder was? Das ist meine Tür! Leave apartment? Yes. Oh, okay, warte, ich muss aufmachen. Hey, I got a package for you down here. I didn't order anything. Take it, don't take it. I don't give a shit, man. It's down here either way. I'm so fucking behind. Guess I should get it from the lobby. I told you, man. I do not give a shit. Why are you still talking to me? I will keep this package as hard as I can if you fuck with me. Just try me. Try him, Chad? Na, komm, wir holen es ab. Ich will ja sehen, was da drin ist, ne?
Vielleicht ist da eine neue PlayStation 5 drin. Soll ich dir meine Endzone-Zeitschrift schicken für deine Wand? Nee, danke. Nein, ich try ihn nicht. Also, wenn meine Nachbarn mein Paket annehmen müssten, dann würde ich auch nicht wollen, dass meine Nachbarn mit meinem Paket so umgehen. Wo ist denn das Paket? Wo ist denn der Typ? I can't leave. Hä? Ist das das Paket? Das ist das Paket! That's a lot of packages. I should find mine. Oh. Okay, ich hab meins schon gefunden. Dann gehen wir wieder zurück. Hättest du mal ihn hart tryen sollen. Ja. Ja, mal gucken, was im Paket drin ist. Dann entscheiden wir, ob ich ihn hätte hart tryen sollen. It's not fair. He does not think it's fair. It's not his fault. He didn't mean to. Okay. Starke Poster. Ich meine, ich habe da noch so eine Wand frei. Hey. I am so freaking bored over here. Like you wouldn't believe it, man. You get a, you get a weird call yesterday about like a census business? Yeah, hab ich. Yeah, I did too. And I went down to the lobby today in my building. Like 100 packages. No one knows where they're from. It's like kind of freaking me out, to be honest. Okay, der hat das auch bekommen. Vielleicht ist es überall auf der Welt gerade so. I got a weird package in the mail with a video game console for free. Es ist ja wirklich die PS5. Like, that's some serious money. And like, I can hear every single one of my neighbors playing it. There's like this stupid theme song that just goes over and over again. So like, who spends that kind of money? Warum bang a song? Yeah, alright. Okay. You try it. Let me know what you think. I'm gonna be sitting here all freaking day because I got nothing. Ja, lass gamen, ne? Open Box, hell yeah! What the hell is this? There is a card inside, read. Thank you for your input to the official census business. Here is your complimentary game system with special release Future Racer 2000. Game only available if used within 24 hours. Enjoy. Okay. 24 Stunden Zeit. The box is painted to look like cardboard, but is actually made out of a strange chalky material. Okay. I hear a low hum from somewhere, and where's the power cord? Ist was drin? I can't do anything with this right now. Okay. It smells faintly of the ocean, and there is a slight breeze coming from inside. Weird, but freaking cool. Okay. I think there is a controller in there. It's a mini controller? I guess let's try this out. Are you kidding me? Wow. Das sind keine Augen, das sind Kameras. Und Jumpscare! Ich sehe nichts, Chat. Okay, ich hab's gefunden.
Ich weiß nicht, ob ich hätte irgendwas anderes machen müssen. Wow, it's a video camera. I think there is a note on it. Because no one in this godforsaken world appreciates the fine art of filmmaking anymore. I won't bore the rest of you with my creations. If you want it, it's yours. Okay, stark! Einfach so eine Kamera bekommen. Okay, Chat, es geht los. I guess it works. Sweet, let's play. Yo, let's go. How to play, press the direction of the big arrow to gain speed and win race. Okay, let's race. Yeah! Yeah! Starkes Game! Ah, verkackt! Ein Input verkackt! Diese Geschwindigkeit richtig. Ist wie eine Droge. Peak Gameplay. Hab's gleich. Bin gleich Erster. Nein, ich bin nicht Erster geworden. Nein! Ich muss nochmal. Okay, ich darf wohl so gut wie keine Fehler machen. Ich habe gerade zwei Fehler gemacht. Drei Fehler. Oh, derselbe Song nochmal. Ah! Kann ich schon von neu anfangen? Ich komme mieser Jumpscare, wenn ich Erster bin. Ich denke mal, am Anfang Fehler zu machen, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich denke, ich habe noch eine Chance. Ich darf nur jetzt nicht verkacken. Wo ist der Typ? Ich darf keinen einzigen Fehler machen? Okay, machen wir nochmal. If Quicktime Events are racing up. Aren't your thing, you can change difficulty to easy in the options menu by pressing escape or tab. You won't necessarily win, but you won't have to keep racing if you don't.
Mann! Als ob ich nicht neu starten kann. Jetzt müssen wir einmal durchfahren lassen. Ich wollte mal die Pfeiltasten versuchen, ob die auch gehen. Die ging aber nicht. Ach, ich bin letzter. Ah, okay. Gut, dass du sagst. Minuten. Oh Junge. Das Best-of ist da mit meiner Schulstory. Es geht ja, ich dachte, das ist irgendwas Kurzes. Einfach 11 Minuten. Nee, heute gibt's kein Bingo. Hat sich länger angefühlt. Okay, jetzt richtig, Chat. Jetzt richtig. Keine Fehler. Keine Fehler. Fehler sind nicht erlaubt. Mann, ich will... Oh, ich kann abbrechen. Okay. Gerade rausgegangen. Bin ich gerade rausgegangen? Wie habe ich das gerade gemacht? Hä? Oh. Aber hey, immer noch Fünfter. Okay, jetzt. Letzter Try. Dann stelle ich auf easy. Wieso werde ich überholt? Hä? Hä? Da war doch alles perfekt. Das Spiel hat gebuggt. Jetzt muss ich auch noch gegen Bugs kämpfen. Dabei lief es so gut. Ich habe keine Fehler gehabt.
Drecksgame. Wie geh ich denn raus? Nee, R geht auch nicht. Manchmal kann man raus, manchmal irgendwie nicht. Nicht Windows. Du warst irgendwie als Fünfter ins Ziel gekommen, danach noch überholt und warst Sechster. Das hat wohl einen Bug ausgelöst, dass du als Sechster gestartet bist oder so. The fuck? Wieso muss ich das weitermachen? Ich komme auch nicht mehr ins Menü rein, wo steht, yo, quit oder so. Er startet einfach direkt das Rennen neu. Er wird wieder nicht schneller. Er wird wieder nicht schneller, Chat. Er wird wieder nicht schneller. Also ich habe wieder einen Bug. Und dann wieder nicht schneller. Okay, jetzt bin ich einfach rausgeflogen. There is a harsh screeching sound on the line and then it clicks dead. Ja, vielleicht ist das ein Teil der Erfahrung. Ja, vielleicht ist das ein Meta-Horror-Spiel. I'm not tired. Listen to messages. Hello. You're kind of bored. You play that game yet? I'm eating an apple. I hate fruit. You know I hate fruit. Okay. Come on, man. I'm bored. Call me back. Ich mag Henry. You serious, man? I'm eating another apple. Not so bored I am. I have nothing else to do. Or maybe you played that game and it was so good and you're still playing it. Don't make me eat another apple. Alright. He's back, Henry. You made freaking apples I've eaten today? I gotta stop eating all these apples. I hate apples. I just have nothing to do. Alright. Well, maybe I'll try the game and I'll call you and let you know what I think. But I'm guessing it sucks and you suck. And, alright, that's it. Bye. Ich liebe ihn. Kann er noch einen Apfel essen? Hello there, friend. This is your neighbor, Bob. I hate to be the one to do this, but I couldn't help it over here. You were having a conversation last night at 10:30. And boy, gee, was it loud. And as you know, the noise curfew is 10 p.m. sharp. Now, I don't make the rules, Sam. No, I just enforce them. So, I hope we can stay civil, and I will see you at the month of potluck. All right, goodbye, Sam. Aber ich bin doch allein. Ich habe mit niemandem hier eine Konversation geführt. Go to bed. Er träumt sogar von dem Spiel. Habt ihr mal ein Spiel so viel gespielt, dass ihr davon geträumt habt? Signal ist. Beat your Highscore. Nein! Bevor ich meinen Highscore beate,
muss kurz Fenster zumachen, ist arschkalt. Okay, lass uns ein Rennen gewinnen. Should be easy, ja. Should be richtig easy, Alter. Wir sind wieder hier. Andere Farben. Andere Song. Hallo, das Gameplay ist super spannend, okay? Nee, wenn es Henry wäre, dann würde er einen Apfel essen. What the hell are you doing? God damn it, should let him in. So klinge ich immer am Phone. Ach, da. He's staring out the window, but his eyes are unfocused. Looks like brain, like rain again. Yeah, I guess. You doing okay, Bob? He doesn't seem to notice you. Looks like rain again. Yeah, I suppose. See you later, Bob. Okay, Bob. Go to lobby, yes. Something feels off. I should check the window first. Let him in. Wir lassen ihn rein, oder? I do know I still have a bad feeling. Save him. No, I'm supposed to let anyone in. Not even Henry. Wow. Ach, guck mal, hier steht. Das habe ich gar nicht gelesen. Active Kefalsopora Infection.
Area under quarantine until further notice. Ach so, deshalb darf ich niemanden reinlassen. Miau, 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 miau. Was ist dieses Game, Mann? Looks like rain, huh? Looks like rain, huh? Looks like rain, oder? Vielleicht ist plötzlicher Drang danach, Äpfel zu essen, irgendwie ein Anzeichen dieser Krankheit. Ich weiter spielen. Stark. Was passiert hier in dieser Welt? What the fuck is that? Look for people, yeah. Das ist Bob! Ja, ich glaube, wir lassen Bob nicht rein. Four new messages. Hey man, can you give me a call, please? Hello, Sam. It's Henry. Have you beaten my high score in Future Racer 2000 yet? Sam, I walked into the hallway with someone knocking on my door. It was my mom. I had her face. I hadn't gotten the voice right yet, though. So I knew it wasn't her. She's been dead for... since I was 8, right? So... That should have been the first red flag. Mimics? It's not me. Thanks for being a good friend, Sam. Okay. Ich glaube, der ist infiziert, ja. Ja, wir geben dann eine Runde, ne? Nein! I can't see for shit. Maybe the camera light can help. Ach du Scheiße. Gotta fix the power first. I don't need that out here? Ach so, die Kamera. Was war das? Was war das? Für eine Scheiße. Bob? Bob? Okay. Shit, it's too dark to see where the breaker box is. I should try the camera, yeah. Hab ich.
Oh my god. Bob? He doesn't say anything. You broke my peephole. He doesn't say anything. Cleans yourself in the clear dark water. I have to beat my high score. Cleans yourself in the clear... Okay. Das ist nicht sein Gesicht. Da, auch abgezogen. Der hat Bobs Gesicht abgezogen. Digga, ganz schnell in die Wohnung, ganz schnell. It's locked. Ich glaube, der holt sich gleich mein Gesicht. Er ist weg. Enter Maintenance Tunnel. Ah, perfekt. What the fuck? Was passiert mit den Leuten hier? It's holding a note. Read it. Just my fucking luck. My sciatica acts up while I'm working in the goddamn maintenance tunnel of Glen Devon. I'm already so behind. This goddamn shithole cut too many goddamn corners and everything's always breaking. That fucking lady on the 15th floor keeps tripping the power to the whole goddamn building and I get like 10 calls from Leonard chewing me out. Like it's my fault. They won't pay to fix it. Was ist Sciatica? Ich will heute noch schlafen. Heute wird nicht mehr geschlafen. I don't think this is my Sciatica. Now I can't move my fucking legs. Jean-Paul doesn't check the water mains until Thursday. Christ. Gotta stay positive. Just like Jeannie says. Wish I had called her before coming here. I heard the message. Just didn't want to get into it. Always in a goddamn rush. What I would give to hear a voice now, though. I keep getting these horrible headaches. Feels like my head's about to pop. Sciatica is a type of pain that starts in your back and goes down your leg. It can be caused by anything that presses on your sciatica nerve or its nerve roots in the spine. Okay. I don't know how long I've been down here. Could be an hour or a month. I tried yelling, but of course no one heard me. Or at least no one gave enough of a shit to check. My arms are getting stiff and I... Fraser. The handwriting is very hard to read. I keep smelling seawater like that low tide bullshit. Stinks to high heaven. God, I must smell so bad. What I would give to take a bath. Wonder Sleuth said a bath would help my sciatica. I have to take a bath. I have to take a bath. I have to take a bath. Why can't I take a bath? I just need to get clean. Drink the whole goddamn tube. I'm so thirsty. Maybe I can make it to Leonard's office. I hope he's not mad. I'm behind. I just need to get... Vor allem, als wir die Konsole aufgemacht, hat er auch gesagt, irgendwie die... Es riecht nach einer frischen Brise vom Meer oder so, vom Ozean, ne? I should grab that map by the playwood. I really don't wanna get lost down here. I'm taking the map. Okay, jetzt können wir mit V die Map aufmachen. Was ist das für eine Map? Ich muss einfach nur hin und her laufen. In der Konsole war der Virus.
Mannequin. Wie sieht das auf der Map anders aus, als das hier jetzt ist? Diese plötzliche Stille immer jedes Mal, wenn ich die Kamera ausmache. Ganz außen. Also ich hab Stop moving my stuff, Leo. Super Storage. Ich denke mal, ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich reingekommen bin. Aber jetzt gehe ich hier wieder zurück. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Das war schon hier richtig. Kommt drauf an, wann du gegangen bist. Ist das entweder ein neues Spiel oder nicht neues Spiel? Ja, ich verstehe auch die Karte nicht, wo überhaupt der Anfang oder das Ende ist. Auf jeden Fall ist die Stadt am Ende. Gibt's überhaupt einen Ausgang? Ich habe den Ausgang gefunden. Hab's. Friendship! Stuff I've thrown in the wall. Two chairs. Four filling cabinets. Three clipboards. 7 pens, 14 paper airplanes. Okay. Nothing comes back. Gonna try sticking my arm in it later. It's already fucked. What do I care? It's cold, feels like ice water, but my arm ain't wet. Can't wrap my head around it. I have this crazy urge to just jump in. I swear, I'm hearing voice in there. Sounds like my Shannon. Okay, was? Irgend so ein Portal oder so? Caught a fly and stuck my hand in it with it. Thought something might happen, but it didn't. Fly was fine, but I killed it anyway. I hate flies. Wrapped some of it in a cup. Looks like regular water. Er hat's getrunken. Tastes fine. Tastes fine. It tastes fine. It tastes fine.
Ja, war vielleicht doch nicht so fein. Poor Leonard, he seems to have been dead for a while. How do I know that? Yeah, I guess I don't really know the nuances of body decomposition, do I? But, like, come on, he does not look alive. Poke him. I poke his cheek. A slippery black liquid pushes out of his pores and my finger leaves a depression. If he's faking it, he's doing a great job. I've done enough. Ich denke mal, da hat er versucht, mir seine Hand durchzustecken oder so. Dream? Hat er das alles geträumt? Blocking doorway, someone keeps blowing fuse. Talk to Pierre about noises. Kids messing. Bob? Not sure. Okay, was auch immer ihm hier passiert ist, uns passiert sowas ähnliches hier gerade. Ach, hier, das ist wahrscheinlich das Portal, wo irgendwas reingesteckt hat. Da. Er hat versucht, was reinzustecken. Irgend so eine Flüssigkeit in der Wand. It's locked. Meine Aufgabe ist immer noch beat your high score. Okay, haben wir einen Schlüssel irgendwo? JP. So, fuck, das habe ich schon gelesen. Ja, hier muss irgendwo ein Schlüssel rumliegen. It's a letter stuck to the mirror. Read it. My mind's like a sieve, can't keep nothing in it these days. And I can't feel something rummaging around in there. Feels like it's got my memories in a vise, squeezing till there is nothing left but dust. I don't recognize myself anymore. And the dreams, not gonna miss those. If someone's actually reading this, I hope this all shakes out a little better for you than it did for me. The key to the office door is in tenant storage. Pretty sure it fell out of my pocket in that stupid fucking lounge chair Bob keeps storing with my stuff. Turns out it's pretty comfy. Anyway, it ain't trying to leave, so I haven't bothered to check. Gonna take a long bath. I think. That seems like good compromise. I miss my kids. Okay. Das wäre alles nicht passiert, hättest du nicht den Typen getried. Die Scheiße war doch schon hier in dem Haus drin. Ich habe die Scheiße hier nicht reingeholt. Muss ich jetzt wieder zurück und den Schlüssel dort suchen? Find the chair. Muss ich jetzt wieder zurück? Weil der Chair ist es ja nicht. Kann ich da rein? Ich kann aber auch nicht rein, ne? Den irgendwie rausziehen kann ich aber auch nicht. Ich denke mal, wir gehen wieder zurück. Und suchen wohl nach einem Stuhl. Ich sag's wie es ist, ich hab den Lagerraum hier nicht vermisst, ne? Beim Rumlaufen den Stuhl überhaupt schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Minus Bock einfach. Die
diese Stille jedes Mal. Ist so nice irgendwie. Ah, hab ihn. Looks like the chair Leonard was talking about. Definitely looks comfy. Very comfy. Check the chair for the office key. Do it. I have... Okay, wir haben ihn gefunden. Und jemand kommt. Die ganze Gruppe kommt. Die ganzen Guys kommen jetzt. Help. 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 Help me. Also ich kann auf jeden Fall versichern, ich sehe genauso wenig wie ihr. Wenn ihr euch denkt, hey, mein Bildschirm ist gerade zu dunkel eingestellt. Nee, nee, alles gut. Ich sehe auch kaum was. Damn, the camera battery finally died. Klick, okay. Ja, lass uns wieder gamen gehen, ne? Ja, irgendwie gab es überall auf der Welt diese Konsolen, die verteilt wurden. Und diese die Türen sind alle weg. Und diese Konsolen ziehen dich wohl in irgendeine Traumwelt rein oder so. Ja, hier fehlt auch was. It's time. Let's go! Ich muss diesmal gar nichts drücken. Oh, 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 okay. Ich kann gehen. Kommt der? Der kommt nicht mehr, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob der mich verfolgt. Das ist mein Hallway von so, oder? Sieht so ähnlich aus. It's locked. Oh my god, what the fuck? I can feel it staring at me. Look back. It produces a silver key in what seems like a mouth. It's covered in a silver, chalky substance. Take it. It says nothing. Thank you. What the fuck? Jetzt bin ich wieder hier. Kommt die Spinne jetzt wieder? Nee. Ist alles schwarz. Hä? Was ist das hier? Thank you.
Was war das? Was war das? Und danke, Tim, du bist auch wundervoll. Jetzt verstehe ich alles. Ich weiß nicht, ab wann... Also, ich denke mal, bis zum Konsolenkauf war das kein Traum. Und dann ab der Konsole, als er sie geöffnet hat oder so... Hat er dann vielleicht irgendwie diese Krankheit bekommen? Vielleicht hat er diese Krankheit bekommen, weil die Box von draußen kommt? Und durch diese Krankheit hat er dann halt irgendwie so eine Krankheit bekommen und dann irgendwie so einen Fiebertraum gehabt oder sowas? Und das war sein Fiebertraum? Hast du gut gemacht, Tim! Hast du gut gemacht, Tim! Es wäre cool, wenn mehr Erklärung gewesen wäre. Das wäre ja zu einfach. Das wäre ja zu einfach. Dieser Census-Typ hat doch auch schon komisch geredet. Der war doch vermutlich auch schon besetzt. Stimmt, das war ja auch noch vor dem Konsole. Das war schon vor der Konsole, true. Ah, was steht denn auf der Shop-Seite? Only you can be the future Racer 2000. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir da gerade gespielt haben, Chat. Aber es war sein erstes Spiel. Die Verpackung war silver chalky, wie der Schlüssel. Also muss die Box entweder den Virus enthalten oder den Virus zumindest auslösen. Vor allem... Dann war er bei dem Typen da in seiner Wohnung und der hatte das wohl auch schon länger gehabt, weil er so eine ganze Wand voll mit diesem komischen Zeug hatte. Und dann kam ja komischerweise diese Anemonen oder was das auch immer war, irgendwas Ekelhaftes an den Wänden und die kamen dann aus den Menschen raus. Und dann die ganze Zeit dieser Text mit den Schmerzen, die von Kopf bis zu Beinen gehen. Mit Skalkitia oder wie das hieß. Ich hab absolut nichts gecheckt, Mann. Absolut nichts gecheckt. Aber es war entertaining. Und das ist, was zählt. Ha! Das ist, was zählt. So ist das Spiel eigentlich schon raus, was ich heute spielen wollte. Da steht jetzt weniger als eine Stunde kommt es. Also vielleicht gleich in 6 Minuten. Vielleicht um 9 Uhr. Und wir haben schon gleich 9 Uhr. Fuck, wieso haben wir schon so spät? Ich kann heute nicht so lange machen, weil ich muss heute noch brumm, brumm, brumm mit Auto machen. Aber ich habe noch ein anderes Spiel auf jeden Fall. Und, was ich machen muss, ich muss mal kurz die Bot-Nachricht anpassen. Die kommt viel zu oft, oder? Beep, beep, beep. Okay, ich muss brumm brumm, weil ich gleich noch zu Yasu fahre. Morgen streamen wir, ja. Morgen streamen wir. So, das war nicht von Steam, das habe ich irgendwo hier abgespeichert. Bis wann geht denn heute? Ich wollte so bis 22 Uhr machen. Dann muss ich mir noch fertig machen, Auto fahren. Und dann bin ich irgendwann bestimmt angekommen. So, und zwar das hier.
Gibt es das auf Twitch? Ich habe keine Ahnung, was das war, Chat. Ist schon länger runtergeladen. Wir lassen uns überraschen, was das ist. Okay? Hast du mittlerweile ein Tattoo? Nee. Es ist Everbark. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da steht Everbark. Für meine Muse. Kuss auf dein Bärtchen. Dankeschön, Kekusi. Let's go! Auf geht's nach Everbark. Experienced a 5.2 magnitude earthquake last night with reports of movement across the Yarra region and its far northeast at the Dandenongs on Melbourne's fringe. Geosciences Victoria reported that the epicentre of the quake was north of Quadrigal State Park. They said the quake depth was at 15 kilometres at 2 a.m. Locals online shared their thoughts about being roused from sleep, including Carlton local Liam Paver. Yeah, it was pretty dim, eh? Got like 4 new cracks in me. Falling branches outside. How am I gonna make it to Centrelink now? The missus is pretty struck up about breaking in Ian's ashes face too. The dogs were just going nuts, eh? They'd have eaten it off the carpet this morning. Residents in the surrounding regions reported light tremors. 909, this is headquarters. We need a ranger to rebatten. Let's get a distress call from the Elgin Archaeology team. Please respond, over. Sure, Katie. This is Ranger Calder. What's the situation? Over. Copy that, Craig. We received telecommunications from them that a member of their group went missing at 2000 hours tonight due to a disturbance in their camp. There are 5 members of the group now unaccounted for as they went off to retrieve their 5th member. We need to report back with their whereabouts. Over. All right. Headed there now. We'll report back upon further investigation. Carmen HQ, just arrived, heading to the dig site now. Okay, es gab wohl irgendwie ein Erdbeben oder so. Und dann habe ich abgeschaltet. Weil ich mich zu sehr über seine, weil ich zu seine Stimme zu lustig fand. Das ist also Everbark. Everbark scheint wohl irgendwie ein Wald zu sein. Ein schöner Wald. Mit sehr hohen Bäumen. So, das ist diese Dickside, wo ich hin soll. Kann ja aber nichts machen. Geh einfach mal weiter, I guess. Come in HQ. This is Ranger Counter reporting. Over. Ranger 909, what's the situation? After investigating the camp, archaeologists still missing. The camp looks abandoned. No other signs of the team. Please advise. Copy that, Craig. Continue with the search. We're sending Williams to your location now. Over. Roger that. Continuing search. Over. Man muss immer nachts zu solchen Orten. Ja, wir wissen ja gar nicht, was das für eine Welt ist. Vielleicht ist das eine Welt, die gar nicht so ist wie unsere. Vielleicht gibt es in dieser Welt gar kein Licht.
Vielleicht ist in dieser Licht immer Welt. Genau. Vielleicht ist in dieser Welt immer dunkel. Na toll. HQ, this is Agent Calder reporting. Come in, HQ. Was ein Scheißtag. Bitte? Katie, can you read me? I'm trapped inside the cave. There's been a landslide. It looks blocked. HQ, come in, HQ. Sonna, danke schön für 8 Monate. Damn it. Da wurde irgendjemand in Kokon gewickelt. Geht's hier um riesige Spinnen? Ich habe einen von 5 Archäologen gefunden. Geht es um riesige Spinnen? Nee, das war's noch nicht. Der überlebt's. Das ist ein Held. Meine Taschenlampe, mein Spiel ist verbuggt. Ich kann nicht. Ich kann. Egal. Hä? Ah, jetzt, okay. Ist das ähnlich zu dem Game von letzten, wo du in der Höhle rumgekrochen bist? Es ist auch eine Höhle auf jeden Fall. Es gibt ja auf jeden Fall auch Monster. Aber ich kann auch gehen und laufen. Und ich muss keine Fotos machen. Ich muss Archäologen sammeln. Guck mal, die werden sogar gespeichert. Ich muss die nicht neu sammeln. Ich spiele gerade Everbark. Da ist er. Ja, okay. Ich glaube, ich bin kein Fan von Everbark. Wir haben jetzt auch 9 Uhr, Chat. Jetzt ist das eigentliche Game da, oder? Jetzt ist es da, oder? Es ist da. Okay, ich hoffe, es ist nicht zu groß. Ich will jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde downloaden. Sechs Gigabyte. Ja, geht ja noch. Das geht ja noch, wa? 6 Gigabyte, das dauert ein paar Minütchen. Jetzt, weil wir jetzt einen Horrorfreitag haben, jetzt haben wir einen kleinen Leerlauf-Chat. Jetzt müsst ihr währenddessen mir eure gruseligen Geschichten erzählen. Erzählt mal gruselige Geschichten. Was ist das eigentliche Spiel? Das werden wir gleich spielen. Das wirst du gleich sehen. Lass dich überraschen. Du kennst es bestimmt schon. Buh, Ende. Boah, das war schon ziemlich gruselig. Mein Opa, 80, hat TikTok für sich entdeckt. Das ist schon ziemlich gruselig. Wenn meine Füße nachts nicht von der Decke verdeckt sind, das ist gruselig. Weil du Angst hast, dass deine Katzen reinbeißen. Aber du musst einfach Socken anziehen beim Schlafen. Dann ist das nicht so schlimm, da musst du keine Angst haben. Meine Gruselgeschichte ist 6 GB im Dorf runterzuladen. Es war mal ein hässlicher Blaubarsch, der war so hässlich, dass alle Leute gestorben sind.
Ich habe Angst vor dem Bettmonster. Ich hatte auch immer Angst, als Kind nachts auf Toilette zu gehen, weil ich dachte mir, dass jemand unterm Bett liegt und wenn ich auftrete, dann schneidet er mir unten die Dingens weg. Ihr wisst schon, da unten am Fuß. Dass ich dann nicht laufen kann, sondern umkippe. Ich muss für Geld arbeiten gehen. Ja, das ist sehr gruselig. Wenn mein Schrank offen ist. Ja, das ist auch... Also ich finde es nicht gruselig, aber das ist auch schon irgendwie weird. Wenn man nachts im Bett liegt und der Schrank ist offen. Ist irgendwie ein weirdes Gefühl. Wenn man im Bett liegt und dann auf diesen offenen Schrank schaut. Irgendwie ist es weird. Ich sprinte immer noch zum Klo nachts. Bin 23 Jahre alt. Oh nein. Hab mich immer beobachtet und verfolgt gefühlt im Dunkeln. Also draußen oder zu Hause? Ich habe Angst vor Hähnen, männlichen Hühnern. Ist ein Kindheitstrauma. Ich habe auch mich früher mit einem Hahn geprügelt als Kind. Der hat mich immer gepiekt, die miese Sau. Mit -6 Dioptrien ist nachts alles ziemlich gruselig. Ja, aber du kennst doch deine Wohnung. Offene Zimmertür geht auch nicht. Du schläfst mit geschlossener Zimmertür? Nee, das Stream ist noch nicht vorbei. Ich lade gerade ein Spiel runter. Als ich mal im Bett lag, habe ich ein Grummeln und ein Knurren gehört. Long story short, ich musste furzen. Starke Story. Ich sehe immer Gestalten im Dunkeln. Ich glaube, du hast paranormale Kräfte. Das ist die Anderswelt. Du kannst sie sehen. Das Einzige, was gruselig war, als ich wach geworden bin und mich nicht bewegen konnte über eine Stunde. Schlafparalyse, Junge. Also bei mir sind immer alle Türen offen, wenn ich schlafe. Ich würde es eher gruselig finden, wenn die Tür zu wäre. Also früher, als ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe, hatte ich auch immer eine geschlossene Tür gehabt. Und als ich dann ausgezogen bin und alleine gewohnt habe, war es anfangs ein bisschen weird, aber jetzt wäre für mich andersrum irgendwie komisch. Weil dann habe ich die ganze Zeit wie so einen Gedanken, wenn jetzt hier die Tür zu ist, dann könnte jetzt im Nebenzimmer was passieren und ich höre es ja nicht mal. Ich bekomme es ja nicht mit, weil die Tür zu ist. Aber ich kann so die Tür nicht mehr zumachen wegen den Katzen. Ich habe Angst vor Einkaufszentren, dass die einstürzen. Was ist das denn für eine Angst? Hast du keine Angst, dass deine Wohnung einstürzt? Hab mir ein schweres Atmen vor meinem Fenster gehört, als würde dort einer stehen und beobachten. War nur das Windspiel meiner Mutter, was echt komische Geräusche gemacht hat. Es hat Geräusche gemacht, wie jemand atmet, der vor deinem Fenster steht. Das ist echt ein sehr komisches Windspiel. Ich will die Tür allein schon wegen Privatsphäre schließen. Ja, wenn du nicht alleine wohnst, dann ja, okay. Ja. Aber so kann man ein paranoider Axtmörder in dein Zimmer kommen und du hörst es nicht mal, weil die Tür schon offen ist. Ja, aber wenn die Tür zu ist, dann höre ich ja den Axtmörder nicht, wenn er reinkommt in die Wohnung. Zum Beispiel, wenn er irgendwie das Schloss knackt oder so, dann höre ich das ja gar nicht. Weil es mein Schlafzimmertür zu ist. Geht eure Alexa nachts random an? Nee, meine nicht. Ich habe auch keine. Aber meine Katzen schmieren random nachts Kacke auf den Boden. Das ist Cry of 4 Musik, ja. Ich habe als Kind mal meinen Teddy als Wache vor die Tür gestellt. Meine Mutter hat ihn dann nachts unter meine Decke gelegt. Ich wusste morgens nicht, was das ist und habe 3 Stunden mich nicht bewegt. Holy shit. Es gibt lila Minions? Was sind denn lila Minions?
Ich war mal kacken und musste nicht abwischen. Boah. Mein Freund ist mal mitten in der Nacht neben mir gestanden und ich bin deswegen aufgewacht, hab ihn richtig angeschrien, weil ich mich so erschrocken habe. Ja, das ist aber auch weird, wenn du irgendwie mit deinem Partner oder sowas schläfst und der dann irgendwie nachts aufstehen muss, auf Toilette gehen muss. Und dann wachst du genau in dem Moment auf, wo die Person gerade vor dem Bett steht und gerade sich eigentlich hinlegen will. Ist dann in dem Moment auch kurz, oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, ich kenne keine lila Minions. Fake-Fan, ich kenne die Filme, ich kenne nur den allerersten, da gab es keine lila Minions. Dinosaurier meine Grundschule angreifen, halt, das ist so ein geiler Traum eigentlich. Mein Freund schreckt manchmal hoch und redet im Schlaf. Ja, sowas finde ich auch immer gruselig. Leute, die im Schlaf reden oder so. Ich meine, dann gewöhnt man sich wahrscheinlich irgendwie mal dran. Aber ja, so. Wenn du das vor allem nicht weißt, dass eine Person das macht, dann ist schon ein bisschen weird. Sowas hatte ich auch. Hatte so Doppeltbett und habe unten geschlafen. Oben war ein Plüschi und ich sah mal, als ich aufgewacht bin, von oben, von unten, nur den Fuß vom Plüschi. Da war keine Matratze oben und dachte irgendwie, das wäre ein Alienkopf oder so und habe für locker eine Stunde mich nicht bewegt. Oh Mann. Meine Freundin erzählt immer richtig über das Zeug. Im Schlaf, oder was? Ich rede im Schlaf. Mein Freund erzählt mir am nächsten Tag immer von meinen Reden und Gesprächen. Wir sind fertig, Chat. Wir können anfangen. Ich hoffe, mein PC kriegt das Spiel hin. Ich glaube, das Spiel gibt es nicht auf Steam. Auf Twitch. Aber irgendein anderes, was genauso heißt. Das ist es bestimmt. Chat, kennt ihr den Boss aus Bloodborne? Den mit den ganz langen Spinnenbeinen? Der ein Gehirnteil in deinem Gehirn darstellt? Amygdala? So heißt das Spiel. Und Amygdala ist ja, glaube ich, der Part im Kopf, der für Träume zuständig ist oder so? Oder? Okay, die Musik ist weird. Okay, wir gehen rein. Ich hoffe, mein PC packt das. Fear has many eyes and will see things that are not there. Und das wird Banger, sagst du? Ich hoffe. Das kam vor ein paar Minuten raus, Leute. Also wenn, vielleicht läuft hier ein paar Sachen nicht so gut, weil, ne, ist ein neues Game und so. Alles auf High. Wenn lag, sagt Bescheid, ne? Ah,
Ah, finally. I've been waiting for you, Nightmare Seeker. Welcome to the amygdala. I am the absolute judge, and it is my job to watch over the amygdala. You are here because the great monolith requires your intervention. Some rulers of Nightmare have lost control of their Nightmare realm, and it is up to you to take their eyes so they can return to the great monolith. You will have to recover the eye of the ruler of the Nightmare from the following nightmares. The Nightmare of the Big Head, the Nightmare of Insatiable Knowledge, and the Nightmare of... Worum geht es genau? Hört zu! Before you go, take this Eye of Light. It is a gift from the great monolith. It will help you dispel the darkness within the nightmares. Now go, Nightmare Seeker. Wo meinst du mit Lumen? Meinst du hier Global Illumination Method? Meinst du das ist oder was? Eye of Light can cast light in the shadow. Als hätte man da nicht irgendwie so ein schleimiges Geräusch machen können, so ein... Wo es dann so ein Auge ist, was er dann so ein Auge öffnet und dann schließt oder so. Ein Nightmare Seeker. Not many of those around. I know I shouldn't ask. I mean, you have more important matters to attend to. But within the three nightmares, there lie three fragments of vinyl. Touch them, and they will automatically come to me. Once you've gathered them all, you can touch the button on the side. I'll allow you to enter my personal nightmare. Was hat er gesagt? Was soll ich touchen? Irgendwas dieses Klicken. Machen die jetzt rum? In the heart of the nightmare, light shines. Darkness sings melodies of joy. Amongst amygdala's folds, serenity melds. Beauty forms a labyrinth. At the center, peace and harmony emerge. Ja, das ist nur das Hub-Chat. Vielleicht sind gleich die Level richtig geil. Wir müssen nur ein Level finden. Welche Engine ist das? Das ist die Crazy Ass Fuck Engine. Absorb in my insatiable hunger for knowledge. It will never be enough. It will never suffice. I will continue to hunt, to search, to swallow every single page until I have conquered all that the world has to offer. My thirst cannot be quenched. My hunger cannot be satisfied. I want more books.
Ja, dann friss doch deine scheiß Bücher. Ah, I managed to reach the base of the Great Library. But the passage to the ruler of nightmare. Insatiable creatures of knowledge. I have no more strength. May my wisdom shine in the darkness, so that others may illuminate the path of knowledge and reach the ruler of nightmare. Als ob du Steam Achievements nicht atmosphärisch findest. Da ist Jump'n'Run. Ich hab's gefunden. Das ist Only Up als Horror-Game. Boah, das wär doch was, oder Chat? Only Up, aber wenn du jedes Mal runterfällst, kriegst du so einen Jumpscare. Only Up Horror-Game. Und das heißt dann Jump and Scare. Es sah eigentlich ganz vielversprechend aus. Das ist der Todessound von... Oh mein Gott, Chat. Das ist der Todessound. Kennt ihr noch das eine Horrorspiel, was ich gespielt habe mit der Spinnenwaifu? Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Das ist genau dasselbe Sterbesound. Den habe ich eingeprägt, weil ich das Video geschnitten habe und dementsprechend das sehr, sehr oft gehört habe. Ja, das war doch ein kompletter Reihenfall. Schade.